Hallo liebe Geschwister, liebe Freunde, hier kommt ein neuer Input von Life Unlimited. Ich heiße Julia. Hast du schon in deinem Leben solche Situationen erlebt, wo du gespürt, wie Angst dich ergreifen will? Ich habe vor kurzem so ein Erlebnis gehabt. Da habe ich gespürt, die Angst ergreift, raubt den Frieden. Da weißt du nicht, wie und was du tun willst und kannst. Das ist alles durcheinander und Gedanken kommen. Vielleicht passiert jetzt was Schlimmes. Und wenn wir jetzt auch viel Nachrichten sehen, diese Gefühl kriegt man auch, weil wir sehen nur Negatives. Negative Nachrichten, was kann passieren, wie schlimm das aussieht. Und ich danke so sehr Gott, dass er sein Wort an uns gegeben hat. Dass er sein Wort uns gegeben hat, dass wir wissen in jede Situation, wie wir handeln sollen. Zum Beispiel Matthäus 24, 35 steht: Die Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Gottes Wort ist lebendige Wort, die uns Kraft, die Leben und Freude bringt. Und wo ich diese Situation erlebt habe, habe ich angefangen, Gottes Wort zu lesen, wo ich Kraft finde. Gott gibt uns und sieht unsere Herzen, was wir in dieser Situation und wie wir handeln. In Philipper 4 von 6 bis 7 möchte ich euch vorlesen, was du tun kannst, wenn so eine Situation in deinem Leben ist. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Anliegen lasst eure Bitte in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Frieden Gottes, die Höhe ist all alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinn bewahren in Christus Jesus. Halleluja. Was ein ermutigendes Wort, wenn wir alle unsere Sorgen um Gott werfen, wenn wir alles ihm abgeben und ihm vertrauen, so wird er für uns sorgen. Er gibt uns diese Frieden, die jeden Verstand übersteigt. Gott ist so gut. Und wo ich dieses Wort gelesen, ich habe alles abgegeben in meiner Situation, alle meine Sorgen. Und ich habe gesagt, Gott, das ist alles in dir, in deiner Hand. Wenn du so überlegst, wir können in manchen Situationen nichts tun. Wir können nichts ändern. Aber du kannst immer, immer Gott vertrauen und Gott deine Sorgen, deine Probleme oder deine Wünsche, alles von Gott ablegen. Und ich möchte dich heute ermutigen mit Jesaja 40, Vers 31. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Halleluja. So ein ermutigendes Wort. Vertraue auf den Herrn. Nimm dir 5 Minuten Zeit, 2, 3, wie du willst, wie du hast Zeit und verbringt diese Zeit mit Gott.